Ja, vielen Dank vorab, Herr Langenbrink. Die Forderung eines Konzeptes auch außerhalb der Haushaltsdebatte wird ja wohl noch gestattet sein. Die neuen Medien und die damit verbundene Digitalisierung prägen die Freizeit der Schülerinnen und Schüler. Dabei gilt für die Mehrheit allerdings, dass sie zwar blind twittern können und sich über Facebook mitteilen, aber wirkliche digitale Kompetenzen, die sie auch für die Berufsausbildung und Studium brauchen, haben nur sehr wenige. Die Fähigkeit, sich im Netz orientieren zu können und die Validität von Informationen einschätzen zu können, fehlt vielen. So wie viele Menschen einfach mal glauben, was in der Zeitung steht, egal in welcher, so glauben viele Schülerinnen und Schüler das ungeprüft, was das Netz ihnen so erzählt. Unternehmen, die Medienkompetenzen aber brauchen, nehmen Mittel in dreistelliger Millionenhöhe in die Hand, um mit einem guten Schulabschluss ankommenden Auszubildenden erstmal für die digitale Welt ausbildungsreif zu machen. Nun bin ich ja die Letzte, die Mitleid hat mit großen Unternehmen, aber es kann wirklich nicht sein, dass eines der reichsten Länder der Erde, das zu den führenden Industrienationen gehört, zum Schlusslicht beim Einsatz digitaler Medien gehört. Diese fatale Situation stellt eine Herausforderung für das Lernen und Lehren auch an den Berliner Schulen dar. Mit der Nutzung der neuen Medien muss sich endlich auch eine andere Art des Lehrens und Lernens entwickeln. Dafür ist die Berliner Schule schon infrastrukturell überhaupt nicht vorbereitet. Es gibt bestenfalls einige Pilotprojekte, aber keinesfalls eine nachhaltige Entwicklung. Der E-Education Masterplan stammt, wie schon gesagt, aus dem Jahr 2005. Da ist mit übers Knie brechen, Herr Langenbrink, ja nun wahrlich nichts, wenn wir hier mal eine Überprüfung und Angleichung an die heutige Zeit fordern. Denn was dieser Masterplan heute wert ist, kann man sich in etwa vorstellen, wenn man bedenkt, dass die Erneuerung der digitalen Welt exponentiell passiert. Ich habe im vergangenen Monat einen Vortrag von Professor Dr. Christoph Igel, Verhaltensforscher am Deutschen Forschungszentrum für künstliche Intelligenz, hören können. Er schätzte nicht nur Nutzungsverhalten und Medienkompetenz bei Schülerinnen und Schülern als unterirdisch ein, sondern sah die Ursachen neben dem extremen Infrastrukturproblem auch in unzureichender Ausbildung an den Hochschulen und schätzte eindeutig ein, dass auch die Lehrkräfte auf die damit verbundenen Anforderungen nicht vorbereitet sind. Ich empfehle hier dem Senat, wenn noch nicht geschehen, sich einmal den 7-Punkte-Plan Intelligentes Hochschulnetz vom nationalen IT-Gipfel anzuschauen und sich für die Umsetzung einzusetzen. Ähnliches wäre auch für die Bildung in den Schulen denkbar. Ich weiß, dass uns hier auf der Bundesebene wieder das Kooperationsverbot in die Quere kommt, aber da sind sich ja hier fast alle Fraktionen einig, dass das abgeschafft gehört. Die Linksfraktion setzt sich für ein Bund-Länder-Programm für digitale Bildung ein, das ein mobiles Endgerät durchaus für jedes Kind als Teil der grundständigen Bildungsausstattung fördert. Und außerdem setzen wir uns für die Nutzung und die Erstellung offener Lehr- und Lernmaterialien, wie ja im Antrag hier auch niedergeschrieben und von Herrn Birk schon angeführt, also OER, sowie den Einsatz von Open-Source-Software ein. Der Zugang zu digitalen Technologien und zum Internet muss unabhängig vom Einkommen und sozialem Hintergrund ermöglicht werden. In diesem Bereich darf das Feld eben nicht privaten Unternehmen, Verlagen und Bildungsanbietern allein überlassen werden. Bildungseinrichtungen müssen in die Lage versetzt werden, diesen Herausforderungen aber auch gerecht zu werden. Zusätzlich zum Ausbau der IT-Infrastruktur auf das erforderliche Maß sind deshalb Weiterbildungsangebote für die Lehrkräfte und zusätzliche Stellen für qualifiziertes Personal zu schaffen. Und da reichen die Stellen, die wir dafür haben, bei weitem nicht aus. Und welches mittelständische Unternehmen und 1000 Schülerinnen und Schüler im Durchschnitt, bitte, das ist mindestens ein mittelständisches Unternehmen, würde denn 2 Stunden für IT-Wartung zur Verfügung stellen? Hier muss was passieren. Applaus.